So, jetzt habe ich noch eine Aufgabe für euch und ich nenne es mal der Schokokuchen und oder wer ist hier die Toxe? Genau. Ein Beispiel. Fiktives Beispiel, aber was vielleicht in Aktien verständlich ist und was ihr also in ähnlicher Ausformung sicherlich schon mal erlebt habt. Gerade mit spirituellen Freunden. Aber sicherlich auch mit normalen Freunden. So, es geht hier um das Thema Verantwortungsumkehr und wir wollen rausfinden, wo sind toxische Züge. Beispiel: Eine Freundin von euch hat Geburtstag und ihr backt jetzt einen ganz tollen Schokokuchen für die. Und er kommt zum Geburtstag und was weiß ich was und ihr bringt den Schokokuchen mit und die Frau flippt komplett aus. Also ihr macht den Deckel von der Torte auf, die fängt an zu zittern, liegt nieder und kriegt sich gar nicht mehr ein, dissoziiert komplett und was weiß ich nicht alles. Und ihr sagt, boah, krass, was ist denn jetzt los? Und die sagt, ja, krass, boah, dieser Schokokuchen, das ist das. Damit hat mich meine Mutter immer gefüttert, nachdem sie mich geschlagen hat, wenn ich eine 5 gekriegt habe. Ja, zum Beispiel ist oft so, Feeding-Methode kommt oft vor, also bei narzisstischen Müttern, die also quasi erst ausflippen, ihre Kinder schlagen, hinterher damit nicht klarkommen und dann Süßigkeiten geben, um jetzt soll es doch wieder gut sein. Das sind ganz perverse Sachen. Ich hoffe, ihr habt sie nicht erlebt, ich habe schon ein paar Klienten, ihr habt damit sie, also eine echt krasse Konditionierungsgeschichte auf sowas hatten. So, das heißt, die Frau flippt nur aus und ihr steht nur da. So, wie geht ihr jetzt damit um? Das wäre erstmal das Erste. Wir lassen das mal sacken. Also mach mal auf Stopp hier und überleg dir mal den Fall. Wie würdest du jetzt darauf reagieren? Die meisten von euch würden sicherlich gegenregulieren und würden sagen: Wow, krass, das tut mir voll leid, das wusste ich nicht und so weiter und so fort. Und so. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie dieser Fall dann weiterlaufen kann. Ja? Das heißt also, oder man dissoziiert selbst oder was weiß ich was, ja. So. Die Frage ist jetzt, wer ist hier die Toxe? Ist jetzt die Frau die Toxe, die den Schokokuchen gemacht hat? Weil, ja, jetzt könnte der Vorwurf kommen, du hast nicht mal gefragt, du hättest ja auch fragen können, dann hätte ich das sagen können, dass dieser Schokokuchen so schwer traumatisch für mich ist und so weiter und so fort. Nee. Natürlich nicht. Ich hoffe, das habt ihr schon gemerkt. Das heißt, die Toxe ist hier die traumatisierte Person tatsächlich. Das ist das Krasse an Trauma. Trauma macht toxisch. So. Und das heißt aber nicht, dass also, deswegen erzähle ich euch dieses Beispiel, dass jede toxische Person, ja, dass sie kein Mensch mehr ist und dass, also, dass man da kein Verständnis haben darf. So. Natürlich kann ich darauf reagieren und kann sagen, hey, das wusste ich nicht, tut mir total leid, pass auf, so. Jetzt versuchen wir einfach darüber zu reden. Ich gebe dir als meine Freundin, gebe ich dir eine Möglichkeit, das zu erzählen. Ist doch super, dass dieser Schokokuchen jetzt diesen Trigger reingebracht hat, damit das mal zur Sprache gebracht werden kann, damit das mal heilen kann und so weiter und so fort. Wenn jetzt aber diese Freundin, solange ist noch alles in Ordnung, das heißt ein traumatisierter Zug und auch ein toxischer Zug, weil die jetzt ja normalerweise, was gesund wäre, ja, wäre, hey, hier, ich habe Schokokuchen für dich gebacken, ah, das ist ja klasse, super, hey, danke. Ne? Ich gebe, ich krieg was zurück, wunderbar. Das wäre toll, aber das ist nicht immer so, weil wir halt alle unsere Traumata haben. So, wenn jetzt aber diese Freundin zum Beispiel abblockt dann auch noch und sagt, ja, das kann ich gar nicht und so, da will ich auch gar nicht drüber reden. Oder mir das noch 3 Tage hinterher aufs Butterbrot schmiert. Oder noch in meiner Community rumrennt und sagt, die Beatrice, die hat tatsächlich einen Schokokuchen gebacken. Könnt ihr euch das vorstellen? Die wollte mich traumatisieren, ja. So, vielleicht hat sie ja sogar mal erzählt, dass ihre Mutter Süßigkeiten nach dem Schlagen gegeben hat. Und ich habe das selber gar nicht in Verbindung gebracht mit dem Schokokuchen zum Geburtstag, meinetwegen. Das kann auch sein. Ja, das ist auch nicht unbedingt so ein Zug von Nichtachtsamkeit, weil es Konventionen sind, ein Kuchen zum Geburtstag. Das heißt, ich halte mich an eine Konvention, da fragt er halt nicht genügend und so weiter und so fort, aber es ist kein Zug, aus dem man mir jetzt sozusagen so einen Strick drehen müsste. Das heißt, das sind alles toxische Verhaltensweisen dieser Freundin, die sich jetzt als das Opfer des Schokokuchens aufspielt, sozusagen. Das heißt, und je mehr ich jetzt versuche, dagegen zu regulieren, es tut mir leid, ich wusste das nicht. Meinen ganzen Freundinnen jetzt sage, scheiße, stimmt, oh, wie konnte ich nur einen Schokokuchen backen? Um Gottes Willen, ich muss der schlechteste Mensch der Welt sein, werde ich toxisch.
Das heißt, ich gehe jetzt in einen toxischen Zug von Überanpassung an das toxische Muster. Das heißt, ich reagiere mit Traumatisierung auf die Traumatisierung meiner Freundin. Das heißt, ich war vorher gar nicht Schokokuchen traumatisiert. Aber jetzt wird dieser Schokokuchen auch zu meinem Trauma. Krasse Nummer, ne? Das heißt, Trauma und Konditionierung sind wie ansteckende Sachen, wenn wir sie nicht sehen. Und das ist ganz, ganz schwierig. Genau. Das heißt, selbst wenn ich dann quasi scheinbar gesund auf dieses Trauma meiner Freundin reagieren will, indem ich tröste und so weiter und so fort, ist die Spanne zum selber toxisch werden, weil ich das toxische Verhalten meiner Freundin unterstütze und eben nicht aufbrechen lasse und Deckel und also Quatsch, nicht Deckel, sondern also aufbrechen lasse und also es heilen lasse, indem ich einfach sage, hey, ne, okay, das wusste ich nicht, das war nicht so gemeint, aber schön, lass uns doch da jetzt damit arbeiten, lass uns doch jetzt einfach gucken, dass dieser Schokokuchen ins Hier und Jetzt kommt und dass du aus deinem Kinderding raustrittst und dass du jetzt siehst, dass dieser Kuchen wirklich in Liebe für dich ist zum Geburtstag, dass ich dich vorher nicht geschlagen habe, dass ich nicht deine Mutter bin und dass du jetzt deine Projektion zurücknehmen kannst und erwachsen werden kannst, dass du aus deinem Kindertrauma rauswachsen kannst. Diesen Rahmen biete ich dir als Freundin. Und der kann dann angenommen werden. So. Es gibt aber noch eine toxische Reaktionsmöglichkeit hier drauf. Und das wäre tatsächlich, wenn ich, also die wäre noch toxischer, als wenn ich versuche, in die Rechtfertigung zu gehen. Also Rechtfertigung ist auch ein Traumasymptom übrigens, ja. Das heißt, also, dann glaube ich das immer noch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, also meinetwegen, die bricht kurz zusammen und sagt, scheiße, der Schokokuchen, meine Mutter, bla. Und sie reguliert sich aber zum Beispiel ganz schnell selber wieder. Und sagt, ja, okay, sorry, das war jetzt ein Film, konntest du nicht wissen. Dann sehe ich, die ist zwar traumatisiert und trägt sicherlich auch eine Toxizität dadurch in sich, aber sie übernimmt Eigenverantwortung für ihr Gefühl und sie gibt es nicht zu mir. Und wenn ich jetzt da reingehen würde und sagen würde, oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Wie konnte ich nur, bla bla bla. Und jetzt eigentlich erwarte, dass sie mich tröstet, dann bin ich die noch größere Toxe als sie. Weil ich keine Eigenverantwortung dafür übernehme, ja, dass ich sie jetzt einfach mal aus Versehen getriggert habe und ich mich in meinem Schamgefühl gar nicht selber regulieren kann, sondern jetzt sozusagen noch die Regulation und den Trost des ja scheinbaren Opfers und auch realen Opfers, weil ich habe sie ja definitiv getriggert mit dem Schokokuchen, brauche. So. Also ganz viele Möglichkeiten von Toxizität und toxischen Reaktionsmöglichkeiten bei Schokokuchen, die ihr mal sacken lassen dürft. Wir werden also sehen, es geht in dieser ganzen toxischen Nummer, geht es immer nur um die Verantwortungsverdrehung und um die Nichtübernahme von Eigenverantwortung fürs eigene Gefühl. So, und aber auch nicht um die Übernahme von Verantwortung fürs fremde Gefühl. Also, weil ist ja klar, ne? Also, natürlich muss ich, wenn ich jetzt also meine Freundin da so drauf reagiert mit dem Schokokuchen, da sind ja auch Aktien bei mir. Ne? Natürlich hätte ich vorher fragen können, bist du allergisch auf Schokokuchen oder was weiß ich was, ist vielleicht schlecht bei einer Überraschung, aber muss ich einfach mit rechnen, dass wenn ich jemanden überraschen will, dass das vielleicht nicht die Überraschung ist, die er haben will. Also, bei jeder Überraschung muss ich davon ausgehen, dass es um Fettnäpfchen sein kann. So, ja. So, und das heißt. Also diverse Aktien, kleine Aktien sozusagen, muss ich auch zu mir nehmen an der Situation, wie die entstanden ist, ja, aber nicht alle. Und an dieser Situation möchte ich also schon mal eine Regel feststellen. Das heißt, für die Situation, wie sie passiert, haben beide Seiten 50% Verantwortung. Ne, die Freundin hätte mir zum Beispiel ja vorher auch sagen können, also oder auch in, also was dann da passiert, geht ja gar nicht ums Vorher, sondern in dem Ding drinne jetzt sozusagen. Also wenn das jetzt komplett eskaliert zum Beispiel, dann werden einfach Verantwortungen nicht übernommen, ja, also weder von der einen noch von der anderen Seite, sondern sie werden übergestülpt sozusagen. Das heißt, für die Situation hat jeder 50% Verantwortung, dass sie entsteht und auch was daraus entsteht. Aber wie jeder in dieser Situation reagiert, also für sich selbst, hat in der Situation jeder 100% Verantwortung. Und das ist oft was, was in toxischen Beziehungen komplett verdreht wird, ja. Also zum Beispiel, wenn jetzt eben die Freundin, wenn ich jetzt sage, oh, und jetzt, oh, es tut mir so leid und jetzt schäme ich mich so und so weiter und so fort.
So und oder vielleicht noch toxischer hinterher sage, ja, um Gottes Willen, nur wegen ihrem Schokokuchentrauma muss ich mich jetzt schlecht fühlen, dabei habe ich mich doch so bemüht oder so. Also wie gesagt, wir können das nur ausweiten, dieses Beispiel, ja, in toxischen Moves. Ich kann jetzt allen meinen Freundinnen erzählen, dass sie einen Knall hat und dass sie sich gar nicht über den Schokokuchen gefreut hat, den ich ihr gebacken habe und so weiter und so fort. Das alles heißt, dass ich nicht meine Verantwortung für mein Gefühl übernehme, sondern das also auf die 100% zu ihr schieben möchte. Dasselbe kann passieren, wenn sie also sagt, ja, und die Beatrix kommt, also die hat jetzt echt, die hat Schokokuchen gebacken, stellt euch das vor. Und das hat mich so tief reingerissen, jetzt musste ich danach 2 Wochen in die Klinik, weil die mich mit diesem Schokokuchen konfrontiert hat. Und dann schiebt sie also quasi 100% ihrer Verantwortung oder der Verantwortung für die Situation und auch eigentlich, nee, 100% ihrer Verantwortung tatsächlich zu mir. Das heißt, ich bin dann komplett. Also verantwortlich für ihr Gefühl. Es sind nicht ihre Erfahrung, nicht ihr Hintergrund, nicht ihre mangelnde Selbstregulation und so weiter und so fort, sondern ich bin es dann halt, ja. So. Also ein Riesenproblem. Genau, der Schokokuchen, super Nummer, um sich das mal gut zu merken. Damit war es das für diesen Sonntag. Ich wünsche euch gute Erkenntnisse mit den Videos und sagen wir bis nächste Woche.